Roland Kaiser, so sehen seine Kinder Annalena und Jan heute aus. Roland Kaiser feiert 2024 sein 50. Bühnenjubiläum und ist aus der deutschen Musikindustrie nicht mehr wegzudenken. Ans Aufhören denkt er noch lange nicht. Abseits der Musik macht ihm im Leben aber vor allem eines glücklich, seine Ehefrau Silvia und seine Kinder. Ogmark.de zeigt dir, wie groß seine Kinder Annalena und Jan geworden sind und verrät dir, was über seinen ältesten Sohn Hendrik und Stiefsohn Tim bekannt ist. Roland Kaiser, Tochter Annalena, folgte ihm ins Musikbusiness. Wie der Vater, so die Tochter. Annalena kam 1999 als erstes gemeinsames Kind von Roland Kaiser und Silvia Keiler zur Welt. Genau wie der Papa wollte Annalena auch in der Musikbranche beruflich tätig werden, doch eben nicht in der gleichen Funktion. Die einzige Tochter des Schlagerstars zog es stattdessen hinter die Bühne. Sie studierte Musikmanagement an einer privaten Hochschule und kurz nachdem sie ihren Bachelor in der Tasche hatte, gründete sie mit ihrem Papa die Künstleragentur Kaiser und Kaiser Management, mit der sie eigene Aussagen nachzufolge Künstlerinnen und Künstlern helfen, eine langfristige und erfolgreiche Karriere aufzubauen. In dem gemeinsamen Unternehmen ist es jedoch nicht Roland, der als alter Hase des Showgeschäfts die Hosen anhat, sondern vielmehr seine Tochter. Wie der Sänger bei der Preisverleihung der Goldenen Henne 2022 im exklusiven Ogmark.de-Interview verriet: Meine Tochter ist mehr oder weniger die operative Chefin, ich bin nur still im Hintergrund. Wenn sie eine Frage hat, berate ich sie. Ansonsten ist das nicht unbedingt eine ständige Zusammenarbeit, sondern es soll eher die Existenzgrundlage meiner Tochter sein. Abseits der beruflichen Zusammenarbeit zeigt Annalena auch auf Instagram, dass sie und ihre Eltern ein eingeschweißtes Team sind. So postet sie oft gemeinsame Schnappschüsse aus Urlauben. Roland Kaiser, Sohn Jan, hat sich dem Sport zugewendet. Roland Kaisers Sohn Jan, der auch aus der Ehe mit Silvia Keiler stammt, hat sich dagegen nicht für die Musikbranche entschieden, sondern ist seinem Instagram-Profil zufolge Student im Fach Sportmanagement in Münster und coacht den Fußballverein 1. FC Gievenberg 1949 e.V. Doch auch wenn Jan nicht den Trubel des Showgeschäfts für seine berufliche Zukunft gewählt hat, so ist er nicht komplett kamerascheu. Zu wenigen Anlässen begleitet er nämlich auch mal Papa Roland zu Veranstaltungen. Roland Kaiser, fernab der Öffentlichkeit über Sohn Hendrik, ist wenig bekannt. Anders hingegen handhabt es Sohn Hendrik, der aus Roland Kaisers Ehe mit Anja Schüte stammt. Über ihn ist nur sehr wenig bekannt, denn er hat seinen berühmten Vater noch nie zu öffentlichen Veranstaltungen begleitet. Ein Blick auf sein Instagram-Profil sagt aber aus, dass auch Hendrik das musikalische Gen seines Vaters geerbt hat. Er legt nämlich, wie einige Clips beweisen, gerne als DJ auf. Beruflich hat er sich der Gastronomie zugewendet. Er leitete zeitweise Cafés in Hamburg und ist nun in der Hansestadt in einem Restaurant tätig. Auch wenn Hendrik sich komplett aus der Öffentlichkeit raushält, so ist er sichtlich stolz auf seinen Papa und postete beispielsweise auf Instagram schon Clips von einem Konzert des Schlagerstars. Roland Kaiser, Stiefsohn Tim, machte ihn schon zweimal zum Opa. Neben seinen leiblichen Kindern gehört auch Stiefsohn Tim mit zu der Familie von Roland Kaiser. Seine Ehefrau Silvia nahm den heute erwachsenen Mann mit in die Ehe. Viele Details gibt es über Tim nicht zu erfahren. Allerdings ist bekannt, dass der Stiefsohn von dem dich zu lieben Star jenen bereits schon zum zweifachen Opa gemacht hat. Auf Instagram postete Roland bereits kleine Schnappschüsse von Enkelin Mia und Enkel Mats, wie süß.
Der Schlagerstar macht zwischen seinen leiblichen Kindern und Stiefsohn dem keine Unterschiede, und das beruht auch auf Gegenseitigkeit. In der Giovanni Zarella Show zu Ehren Kaisers 50. Bühnenjubiläum kam in einem Video auch dem zu Wort und verlor herzergreifende Worte über seinen Papa. Er ist jemand, der seine Kinder grenzenlos unterstützt. Er ist ja nicht mein leiblicher Vater. Ich kenne ihn aber seit ich 6 bin, also gut 30 Jahre jetzt, und trotzdem ist er wie ein Vater für mich. Bei diesen Worten kullern bei Roland Kaiser die Tränen, verständlich. Giovanni Zarella präsentiert, 50 Jahre Roland Kaiser wird am 24. Februar 2024 ab 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.